Ich werde einfach mal jetzt den Talk entzwirbeln, denn wir als jahrelange COD-Spieler und als wirkliche Liebhaber von Modern Warfare Warzone 1 und dementsprechend auch Modern Warfare 2019, wir können mal ein bisschen unser Feedback geben über das Game aktuell. Also man muss sich überlegen, wir hatten mit Modern Warfare 2019 meiner Meinung nach ein sehr lucky COD nach den alten CODs davor, was wirklich mal wieder richtig vielen Leuten Spaß gebracht hat, wo Movement geil war, wo die Waffen irgendwie gestimmt haben. Das Gesamtpaket mit Soundeffekten, wie sich es angefühlt hat, jemanden zu beamen und so, war alles sehr, sehr geil. Nach Modern Warfare 2019 kam dann Warzone und da ging es dann richtig ab. Klar, auch Corona-bedingt, glaube ich, dass so gerne gezockt wurde und dass es richtig geil war. Aber mit Warzone hatten die es geschafft, ein Game zu bringen. Hat sich natürlich auch noch ein bisschen mit der Zeit weiterentwickelt, mehr Leben und so weiter und so fort. Was mich komplett gecatcht hat, ne? Also, ob es das Shield-Break-Geräusch ist, ob es das ist, wie man moven konnte, Cancel-Sliden, einfach besser werden in dem Game, wie sich es gefühlt hat, jemanden zu lasern, die Sound, allein der Soundeffekt bei so einem Team-Wipe oder so. Es war einfach alles so geil. Die Beams haben sich so richtig crispy und clean angefühlt. Es war wirklich ein unfassbar geiles Game. Ich glaube, Maxi und ich, wir haben in dem Game eine neue Brüderschaft aufgebaut. Maxi, Bro, wie viele Stunden hatten wir in Warzone 1 zusammen, Alter? Boah, ich habe keine Ahnung. Also, Verdansk konnten wir auf jeden Monate. Die Map konnten wir auf jeden Fall in- und auswendig, Alter. Das war ja. Sehr, sehr geil. Und keine Frage, das Game hatte seine Probleme, ne? Diese ganzen Metas mit dem MG, was rausgekommen ist, oder die DMR, das war alles fuck up, ne? Keine Frage. Aber die Basis, die Grundlage hat gestimmt. Das war ein geiles Game, hat Bock gemacht. So, dann kam, nachdem Modern Warfare 1, nachdem Warzone Verdansk war, haben die angefangen, die, kam danach direkt Caldera schon die Map? Ja, ne? Ja. Also erst kam ja das Cold War, da blieb es aber in Verdansk, da haben sie ja Verdansk noch 2-3 Mal geändert gehabt. Da haben sie ja Stadium, hier Damm haben sie geändert gehabt und so, das war ja noch in Cold War. Dann bei Vanguard ging es dann nach Caldera. Ja, stimmt, genau. Ich glaube, Caldera hatten auch schon viele nicht gefühlt. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe das Game eigentlich weiterhin relativ gerne gespielt, einfach weil mir das Game von der Basis Spaß gemacht hat. Also einfach, wie sich's anfühlt, zu moven, zu killen, zu beamen und so weiter und so fort. Dieses Snipen hat auch brutal Bock gemacht. Boah, ja, Snipen, Bro. Und dann kam Warzone 2 und Modern Warfare 2 natürlich. Und das ist ein Game, da haben die alle geilen Mechanics oder die meisten geilen Mechanics, die Modern Warfare 1 2019 hatte, haben sie rausgenommen. Das Game hat sich steif angefühlt, hat nicht mehr diesen Pace gebracht, nicht mehr dieses geile Movement gehabt. Die Waffen haben sich nicht mehr so geil angefühlt, das Beamen, die Hitmarker und so. Es war einfach alles irgendwie, es hat sich einfach nicht mehr nice angefühlt, das Spiel zu spielen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe immer probiert, mir mit Warzone 2 nochmal einen Ruck zu geben, aber es kam einfach nicht. Das Spiel hat mich einfach nicht abgeholt. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und jetzt kommt Modern Warfare 3. Also ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch gewesen? Warzone 2, sag mal ganz kurz, Chat und Zement und Maxi, wie habt ihr Warzone 2 wahrgenommen? Warzone 2 war irgendwie so ein riesen Downgrade. Ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben, ehrlich. Bei mir war Warzone 2 dann komplett vorbei, weil Snipen keinen Spaß gemacht hat, mir das ganze Game keinen Spaß mehr gemacht. Ja, Snipen auf jeden Fall so eine Sache. Ich weiß auch, dass es bei Warzone 1 viele Hater der Sniper gab. Ich muss auch sagen, ich fand es dann irgendwann gut, dass sie schnelle Sniper auf eine gewisse Meterzahl One-Shot genervt haben. Waren alles gute Steps. Oder zum Beispiel, es gab ja solche Kleinigkeiten, wie dass man früher bei Warzone 1, man hat eine Platte reingemacht und wenn du zum Beispiel nur ein Stück gefehlt hat von der zweiten, hat es auch nur bis zur zweiten aufgefüllt. Dann haben die irgendwann geupdatet, dass es dann eine Platte dazu gibt und erst bei der letzten nur ganz auffüllt. Das sind so kleine Changes, die kamen ja mit der Zeit und das sind so Changes, wo ich gedacht hatte, behaltet einfach die Basis davon und optimiert einfach durchlaufend. So wie Apex Legends, die haben ihre Basis seit Anfang an und haben dann immer wieder optimiert und das Game weitergeführt. Und hier haben sie halt einfach ein neues Game gebracht, eine neue Engine, keine Ahnung, wie das heißt, und es war wie ein neues Spiel und das war einfach irgendwie meiner Meinung nach der große Fehler. Um jetzt aber mal ein bisschen auf MW3 einzugehen als Gameplay. Die haben ganz viele Sachen, die in MW1 2019 gut war, in MW3 wieder zurückgebracht, was gute Moves sind, ne? Zum Beispiel Cancel Sliden ist wieder möglich. Trotzdem nicht ganz so krass wie in MW 2019, glaube ich. Man kann wieder schneller über Gegenstände springen. Man hat mit der Waffe wieder ein schöneres, smootheres Movement. Man kann wieder schneller pacen und so weiter. Der optische Recoil wurde wieder reduced, dass sich das Ganze wieder schön mehr laserartig anfühlt. Also es sind viele gute Changes dabei. Will ich gar nicht sagen, dass es schlechte Changes sind. Es sind nur Changes, die wir ja bereits in einem Spiel 2019 hatten und es fällt mir halt immer sehr schwer, dann ein Game in den Himmel zu loben, was wir ja eigentlich schon mal hatten. Und es gibt immer noch so ein paar Changes. Ich fand jetzt gerade zum Beispiel das Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Männer, könnt ihr gerne eine andere Meinung haben, aber dass man Dead Silence, also Ninja Pro, dauerhaft im Game jetzt haben kann,
funktioniert meiner Meinung nach relativ schwierig in dem Game, vor allem wenn man so S&D spielen will. Wie seht ihr es? Ja, vor allem in Warzone, stell dir vor. Also in Warzone wäre es auf jeden Fall für mich ein, wie nennt sich das, ein Killer-Kriterium. Das ist einfach Grund, das auch nicht mehr zu spielen, wenn du die ganze Zeit so stirbst. Ja, mit, also dem einen, mit dem einen Perk hörst du den ja trotzdem nicht, obwohl das Wachsamkeit eigentlich ist. Aber du hörst den ja nie. Ja. Da muss man mal gucken, wie halt das Ranked-System dann aussieht, ne? Kann mir gut vorstellen, dass sie in Ranked das Perk sowieso nicht, also dass das verboten ist, dann zu nutzen. Fans halt generell macht Sinn, das rauszunehmen, weil ich meine, überleg mal, du bist wirklich in einem Haus, ne, und jemand pusht dich und du hörst nichts. Ja, früher war cool mit Field Upgrade als Dead Silence, fand ich eine coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Da hat das funktioniert, kam auch nicht so oft vor und so, dann konnte man ein Play damit machen, das war eigentlich ganz nice. Wie finde ich das Movement MW3 im Vergleich zu MW2? Ja, wie gesagt, es erinnert viel mehr wieder an MW1 2019, was gut war. Und ich bin echt gespannt, was wir in Warzone sehen werden. Ob Warzone vom Gefühl her wieder an Warzone 1 rankommt, von den Mechanics, von den Basics. Wenn das der Fall ist, sehe ich ehrlich gesagt krasses Potenzial, dass es wieder sehr beliebt werden wird, weil meiner Meinung nach war einfach Warzone 1 von den Battle Royals ein wirklich gut spielbares Spiel, vor allem ein einsteigerfreundliches Game. Man hat ja bei vielen Spielen das Problem, dass die sehr skillbehaftet sind und dass gerade zum Beispiel sowas wie Apex dann nicht gut bei den Leuten ankommt, weil die so denken, ja, ist zu kompliziert, zu schwierig, das zu lernen. Und dann guckt es niemand und spielen halt auch wenige Leute, was auch schade ist. Deswegen fand ich immer, dass Call of Duty da einen ziemlich guten Mittelweg eingeschlagen ist, dass man das als Casual gut spielen konnte, aber man trotzdem geil sweaten konnte. Ja. Deswegen, ich denke, Potenzial ist da, dass wir Warzone 3 oder wie es auch immer heißen wird, dass es nice werden kann. Aber es müssen auf jeden Fall noch ein paar Changes kommen, ein paar Optimierungen, dass in Warzone... Ich wünsche mir ehrlich gesagt auch einfach die alten Sounds zurück, Digga. Der alte Shieldbreak-Sound, Bro, der war so geil. Ja. Warum haben die den rausgenommen? Digga, der war so geil, der hat mich so satisfied, Alter. Aber ich habe auch keine Ahnung, welcher Shieldbreak-Sound jetzt ist. Ne? Ich habe auch keine Ahnung. Der dieser Warzone 2-Sound, dieser Wacke, dieser... Du hast gerade nichts geschafft, Sound. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht. Man könnte eigentlich mal von dem Creator, der in L.A. war, gucken, die als erstes Warzone gespielt haben, wie sie es da anhört. Ich habe es jetzt auch gerade nicht im Kopf. Ey, erinnert ihr euch nicht, wenn ihr Solos gespielt habt, okay, in Warzone 1, und einer hatte keinen Self-Res und ihr habt den Headshot gedrückt? Bro, dieses Gefühl, du hast dich gefühlt wie so ein richtiger Macher, Digga. Du holst deine Sniper raus, du siehst ihn oben schon, die Lampe ist an oben, die Lampe ist an. Du sprintest doch mal, ne? Du denkst, jetzt denkt der, ich fahr's ab. Du ziehst die Sniper, machst den Flick auf ihn oben und dann dieser kurze Moment, weil die Kugel ja kurze Travel-Time hat, und dann dieses... Und dann Teamwipe. Bro, es gab doch kein geileres Gefühl, als wenn du so jemanden geholt hast, Alter. Bro, das war einfach so geile Kartzeiten. Junge, zu wild einfach. Guten alten Maxi Calls. Einer down, zweiter down. Ja, das Snipen, ey, das war so zweit mich echt. Das hat mich echt traurig gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung ist zu der ganzen Call of Duty-Thematik. Vielleicht sagt ihr auch, juckt mich gar nicht oder bin ich gar nicht so into it. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, wie die Meinung von den Leuten da ist. Und jetzt werdet ihr ein unfassbar professionelles Gameplay sehen, das wir jetzt erst spielen, beziehungsweise haben wir schon gespielt. Ladies and Gentlemen, it's time. For Search and Destroy. Auf verdammt nochmal High-Rise, Digga. Wenn mir jemand gesagt hätte, vor 3 Jahren, du wirst hier sitzen im Stream und auf High-Rise Search and Destroy spielen, ich hätte ihn ausgelacht. Wir sind hier. We are here, man. Wir sind hier, Alter. Wir sind hier. Und jetzt direkt across the map slide. Ja, pass auf. Oh, oder gesniped werden. Oh, hast du kassiert? Oh nein. Ja, ich hab kassiert. Oh mein Gott, hab ich den... Oh. Get wrecked. Oh. Oh je. Yeah. Oh, die Kuh. Der war lucky, Alter. Man sieht den Laser halt schon krass, ne? Wichtig, einer noch. Ich glaube, der sei unter dir, Nico. Ja, nice. Chat, ich brauche die geisteskranksten Rückmeldungen von euch auf die Shots. Ich will mich ein bisschen richtig gut jetzt gleich fühlen oder auch schlecht. Deswegen bitte Feedback. Wir müssen jetzt hier ein paar nice Snipes hitten. Ja, 100%. Aha, ich peek 100%. Jetzt nicht mehr. Ich hab bad Karma. Ich peek hier. Ich seh nur Laser. Ja, es ist geisteskrank. Boah, ich hab Angst, Jungs. Der pusht da, Maxi. Einer ist rechts. Hab ich. Oh, ich bin weak. Nice. Ah, close unten an der Treppe. Ja. Oh mein Gott, die Nate hat mich fast getötet. Oh mein Gott, ich auch. Ist er noch da? Zwei. Mitte? Na. Er ist immer noch da unten. Oh, rechts. Achtung, in der Mitte, zwei. Jungs, ich brauche Konzentration, Jungs. Wo sind die Boys? Oben drauf.
safe spielen. Vor dir. Du kannst mit der Waffe sogar in den Fuß schießen. Ruhe kurz. Doktor! Oh, Alter! Nice, er ist BAM, Alter! Fucking Alter, denk ihr, ich seh hier auf dem Inscope 21? Nein, es ist Inscope 21! Spielst du gegen mich, dann wirst du. Ja, egal. Im 21 Savage Kostüm. Geile UAV, Boys! Es ist dein Theoretico. Ey, ich schwör's dir. Ich treff nix, Mann! Er macht es. Ich möchte doch auch gerade geben. Yeah. Ja. Ja, on the left side he's sniping. Ich glaube rechts ist keiner, ne? Na, links außen. Die Mülltonne triggert mich extrem. Ich muss auf den Tisch geschlagen, dass man die Cam auskriegt. Der ist Mitte. Safe call? Im Spawn. Ich muss den irgendwie verlieren. Blende mal. Der campt das hier ab. Ich kann. Ja, soll er abcampen. Mach Wallbang. Wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung. Ey, stark Jungs, wichtig. Ey, stark Maxi mit 0 Kills. Maxel kommt gleich. Der kommt gleich. Mach gleich den Ace-Digger. Mach dir keinen Stress. Ich muss mir erst mal die Ganze anschauen, Jungs. Ja, wartet bis Ronison da ist. Dann geht er richtig auf. Naja. Das geht nie, Alter. Ja, Jungs, das ist mir auch hier alles zu einfach. Wie one war mit sich? Nee, ich musste noch vier Bullets oder so. Oh mein Gott, der andere ist auch da. Rechts, bei der Treppe. Oben an der Treppe. Survival ist so stark. Hey, stark, Jungs. Ich bin's, Tim! 0 zu 4. Es scheppert da, Alter. Es scheppert Geist, kommt aber von nach hinten. Ey, gönn doch den Kill. Gönn first kill. Ja. Nice. Geil. Sind die gelieft alle? Jetzt bin ich warm. Die sind gelieft oder? Ja, sind alle gelieft. Hier bei mir unten. Ich hab ihn Deckel gegeben. Ey, ja, das ist scheiße, wenn alle liefen, Digga. Nein, ich such ja. Alles gut, ich hab eigentlich nicht gefasst, Mann, Digga, kein Schuss. Ah ja, stimmt, du hast ja scheiße. Ja, unten, und der ist halb tot. Oh, ich wollte ihn losgucken. 9-0. Schade, dass alle gelieft haben, sonst hätte ich einen 15-0 gemacht.